Grüß euch, ich bin der Sepp Aschauer aus dem Yoga-Zentrum Strausdorf. Ich mache mit euch heute leichte Rückbeugen, leichte Vorbeugen und ich werde dann mit euch zum Schluss eben den Schulterstand machen. Wir machen auch leichte Drehhaltungen auf dem Stuhl noch und ich hoffe, dass wir da einige mitmachen. Beginnen wir wieder mit 5 Minuten Meditation. Wir machen dann Pranayama. Und danach Asana-Technik. Meine kleine Kamera, siehe ich gerade, ist wieder ausgefallen. Ja. Ihr dürft eine aufrecht bequeme, stabile Haltung einnehmen. Brustbein nach oben, Scheitel Richtung Decke, die Hände auf den Oberschenkeln ablegen, die Augen schließen. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Lass deine Augäpfel zurück sinken in die Augenhöhlen, nimm dadurch deinen Augendruck. Und bleib mit deinen Gedanken bei dir, deiner Atmung. Beobachte deine Atmung. Atme ruhig, gleichmäßig und tief. Versuche deine Aufrichtung zu halten. Ihr dürft die Augen öffnen. Wir gehen erst in Shavasana für Pranayama. Nehmt die Decken, wenn ihr diese Größe habt. Diese Größe ist
eine Yogadecke dreimal der langen Seite zusammenlegt, die Deckennummer zweimal die lange Seite noch zusammenlegen. Dann nehmt ihr ein Herumkissen, jetzt es auflockern, mittig auf die Matte am Ende der Matte, Decke so drauf, dass die runde Kanten der Decke in die Mitte der Matte schaut. Setzt euch mittig auf die Matte, fast größer. Sitzbein höcker nach außen, Oberschenkel nach innen. Eine Handbreite vom Polster wegsitzen. Die Hände an der Seite abstellen, die Füße heran. Auch hier die Ferschen leicht nach außen. Auf die Ellenbogen herunterkommen. Becken anheben, ausmitten, dass du mittig zum Liegen kommst. Zurücklegen. Die Decke unter den Kopf, so dass die runde Kante der Decke den Nacken noch berührt. Die Ellenbogen schauen hierbei senkrecht nach oben. Die Beine jetzt strecken. Die Beine leicht angespannt, leicht nach innen gedreht. Greif mit deinen Händen den Hinterkopf, hebt den Kopf etwas an, schau zu den Zehenspitzen. Richte die Beine parallel zur Matte aus, den Nacken wieder längen, Kopf ablegen. Greif mit den Fingern zum Gesäß. Gesäß anheben, etwas nach vorne schieben, wieder absenken. So kann dein unterer Rücken noch mehr entlasten. Nimm die Arme, Hände wieder nach oben zum Kopf, die Finger leicht gespreizt, die Handflächen ausgedreht, tief einatmen. Im Ausatmen die Arme an der Seite ablegen. Die Ellenbogen berühren noch die Mattenkante. Schiebe jetzt deine Schulterblätter einmal links und rechts nach unten, innen auf Polster. Einmal links, einmal rechts. So kann dein Nacken, deine Schultern noch mehr entspannen. Zuerst die Hände, Arme, den Rumpf ganz locker lassen. Ganz zum Schluss die Beine und die Füße nach außen fallen lassen. Shavasana für Pranayama. Schließe deine Augen. Die Atmung vertiefen. Tiefer in deinen Brustkorb ein- und ausatmen. Dieses bewusste, vertiefte Ein- und Ausatmen ist entscheidend. Die erste Atemtechnik, was wir heute machen, Ujjayi 3, verlängert Einatmen. Das heißt, dass deine Einatmung deutlich länger ist wie die Ausatmung. Beim Einatmen auch die Schläge des Metronoms zählen. Wenn du 5 bis 6 Schläge lang einatmest, dann 3 bis 4 ausatmen. Wenn du bereit bist, mit der nächsten Einatmung beginnen, den Brustkorb ausdehnen, die Lunge maximal füllen. Dabei die Schläge des Metronoms zählen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Beim Einatmen zuerst die Bauchdecke leicht anheben, die unteren Rippen in die Breite ziehen, die seitlichen Rippen hoch Richtung Achsel und am Schluss der Einatmung den Brustkorb so ausdehnen, dass das Brustbein näher zum Kinn kommt. Beim Ausatmen zuerst die Bauchdecke etwas einsinken lassen und dann ganz gleichmäßig Brustkorb zusammensinken lassen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Versuche beim Ausatmen dein Gesicht noch mehr zu entspannen und lass deine Augäpfel noch tiefer in die Augenhöhlen zurücksinken. Wir gehen über in Ujjayi 4, gleich lang ein, gleich lang ausatmen. Jeder versucht mal genauso lang, wie er jetzt eingeatmet hat, auch auszuatmen. Ist dein Atemzug so zu lang für dich? Mach einen Erholungsatemzug. Einmal ganz tief ein, ausatmen. Und steig verkürzt mit der Einatmung in die Technik wieder ein. Gleich lang einatmen. Gleich lang ausatmen. So
So fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich ein- und ausatmen. Versuche hierbei, deinen Brustkorb noch mehr auszudehnen, die Lunge noch mehr zu füllen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz voll. Bei dieser Technik, wenn du doch spürst, du baust Druck auf, dann mach einen Erholungsatemzug, ganz tief ein, ausatmen und wieder mit der gleichen Länge, mit der Einatmung in die Technik einsteigen, gleich lang einatmen. Gleich lang ausatmen. So fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich ein- und ausatmen. Immer wenn du spürst, du baust Druck auf, mach einen Erholungsatemzug. Ganz tief ein, ausatmen. Und dann mit der Einatmung wieder in die Technik einsteigen. Gleich lang einatmen. Gleich lang ausatmen. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weit. Wenn du 4 Schläge lang einatmest, auch 4 Schläge lang ausatmen. Jeder sucht sich seine Atemlänge. Nach deiner nächsten Einatmung jetzt frei ausatmen, die Technik so beenden, dann jeder für sich nochmal tief ein- und ausatmen und dann hineinspüren, wie sich die Atmung anfühlt. Hineinspüren, wie ruhig deine Atmung jetzt ist. Wir machen noch kurz Viloma, wir machen eine Stufenausatmung, dann die Stufeneinatmung und dann kombiniert. Wir beginnen mit der Stufenausatmung, 2 Schläge aus, 2 Luft anhalten ohne Druck, 2 aus, 2 Luft anhalten ohne Druck, 2 aus, die Lunge entleeren. Ich sage immer 3 Ein- oder Ausatmungen an. Wer 4 oder 5 in diesem Rhythmus schafft, der macht diese natürlich. Nochmal jeder für sich, tief ein- und ausatmen. Nochmal maximal einatmen und dann beginnen. 2 Schläge aus, 2 Luft anhalten ohne Druck, 2 aus, 2 Luft anhalten ohne Druck, 2 aus, die Lunge entleeren. Die Einatmung ist frei und gleichmäßig. Den Brustkorb ausdehnen, die Lunge maximal füllen. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weit. Stufen Ausatmung. Den Brustkorb ausdehnen, die Lunge füllen. Beginnen. 2 Schläge aus, 2 Luft anhalten. 2 aus, 2 Luft anhalten, 2 aus, die Lunge entleeren. Und dann wieder einatmen, den Brustkorb ausdehnen, die Lunge maximal füllen. Gesicht. Hals, Kehle, Bauch, ganz weit.
Brustkorb ausdehnen, Lunge maximal füllen. Beginnen zwei Schläge aus, zwei Luft anhalten. Zwei aus, zwei Luft anhalten, zwei aus, die Lunge entleeren. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Wir gehen jetzt über in die Stufen Einatmung. Nach deiner nächsten Einatmung atmest du frei aus und beginn dann zwei Schläge ein, zwei Luft anhalten ohne Druck, zwei ein, zwei Luft anhalten ohne Druck, zwei ein, die Lunge füllen und dann durchgehend frei und gleichmäßig ausatmen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Zwei Schläge ein, zwei Luft anhalten, zwei ein, zwei Luft anhalten, zwei ein, die Lunge füllen und dann durchgehend frei ausatmen. Wer vier oder fünf Einatmungen schafft, der macht diese Atmung. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch. Ganz weit. Jetzt gehen wir über in die Stufen ein, Stufen Ausatmung. Zwei Schläge ein, zwei Luft anhalten, zwei ein, zwei Luft anhalten, zwei ein, zwei aus, zwei Luft anhalten, zwei aus, zwei Luft anhalten, zwei aus, zwei ein, zwei Luft anhalten, zwei ein, zwei Luft anhalten. Zwei ein, zwei aus, zwei Luft anhalten, zwei aus, zwei Luft anhalten, zwei aus, zwei ein und so weiter. Ohne die Luft irgendwann praktisch zu stoppen, versuche hier den Übergang gleichmäßig zu machen. In den letzten zwei Schläge ein, sofort beginnen zwei Schläge aus, zwei Luft anhalten, zwei aus. Zwei Luft anhalten, zwei aus, gleich wieder zwei ein, zwei Luft anhalten. Wenn du hier das Gefühl hast, du baust Druck auf, mach einen Erholungsatemzug, wenn du ausgeatmet hast. Hier einmal tief ein, aus und dann wieder beginnen. Zwei Schläge ein, zwei Luft anhalten, zwei ein, zwei Luft anhalten, zwei ein, zwei aus, zwei Luft anhalten, zwei aus, zwei Luft anhalten. Zwei aus, zwei ein, zwei Luft anhalten, zwei ein, zwei Luft anhalten, zwei ein, zwei aus und so weiter. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Deine nächste Einatmung, mach diese jetzt noch komplett fertig, dann durchgehend frei ausatmen, nicht mehr in Stufen ausatmen. Die Technik hier so beenden. Dann jeder für sich nochmal tief ein- und ausatmen und dann hineinspüren, wie sich die Atmung anfühlt. Hineinspüren, wie ruhig deine Atmung jetzt ist. Die Arme beugen, die Hände auf den Bauch legen, die Füße heranstellen. Stell deine Füße etwas breiter auf. Die Knie fallen von alleine zusammen. Atme hier. Jeder für sich tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Über die Bauchdecke aus. Nimm den rechten Arm nach oben. Komm auf deine rechte Seite herüber. Bleib kurz liegen. Linke Hand aufstellen. Einatmen. Ausatmen. Hochkommen. Aufsetzen. Erst dann den Kopf anheben. Wir gehen jetzt in Supta Baddha Konasana. Wenn wir hier dann drüber liegen, versuche an der Seite die Hände breiter zu halten, die Arme rechtwinklig und, also nicht, dass die Hände zusammenkommen, die Hände breiter lassen, so breit wie deine Ellenbogen, die Schultern. Und hier so zu halten, ich erkläre es dann, aber wir machen gleich miteinander, gehen wir in Supta Baddha Konasana. Setz dich mittig auf die Matte, sitz beim Höcker nach außen, Oberschenkel nach innen, nimm den Gurt. Den Gurt um den Rumpf. Hinten so weit nach unten, dass der Gurt
über dem Gesäß. Dann die Füße heran, die Fußflächen aneinander, Gurt einhängen und spannen. Für diejenigen, die die Blöcke brauchen, die Blöcke gleich jetzt unter die Oberschenkel legen. Greif nach hinten aufs Polster, komm auf die Ellenbogen herunter. Heb jetzt dein Becken an, bring das obere Gesäß nach vorne, zieh das Schambein nach oben, Becken anheben, Gesäß nach vorne, Schambein nach oben und dann zurücklegen. Die Decke jetzt unter den Kopf, so dass die runde Kante der Decke den Nacken noch berührt. Diejenigen, die die Blöcke haben, greifen jetzt die Blöcke so weit nach außen, so dass ich spüre, ich kann die Innenseiten der Oberschenkel ganz locker lassen. Aber ich habe noch etwas Zug, eben Leiste und Innenseiten Oberschenkel. Dann steigt die Arme senkrecht nach oben. Die Handflächen schauen zueinander. Die Schulterblätter ziehen nach unten. Atme jetzt tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Im Ausatmen. Bauchdecke absinken lassen. Leiste und das Becken noch mehr anspannen. Nochmal tief ein. Im Ausatmen. Dreh diesmal die Handflächen nach hinten, sodass du deine Innenhandflächen siehst. Die Arme jetzt 90 Grad beugen, nicht weiter beugen, also nicht über 90 Grad, nur 90 Grad gebeugt. Atme tief ein, im Ausatmen nochmal die Bauchdecke absinken lassen, Leiste ins Becken entspannen. Jetzt schau mal deine Ellenbogen an, deine Hände an. Sind diese gleich weit auseinander? Dann atme ein, im Ausatmen zieh jetzt die Fingerspitzen, ohne dem, dass du den Ellenbogenwinkel veränderst, Richtung Boden und spür hier dein, ja, bei mir geht es nicht, sondern bei manchen geht es, die wohl größer sind, geht es sowieso nicht. Dann versuch, die Fingerspitzen in den Boden zu bringen, die Arme 90 Grad gebeugt, die Ellenbogen zusammen und die Finger etwas breiter bringen. Achseln nach innen drehen, das geht nicht anders. Versucht es so zu halten. Hände breiter bringen, die Ellenbogen zusammen. Wenn ich nicht zum Boden komme, dann muss ich etwas nach oben kommen. Die Handflächen schauen Richtung Polster. Also nicht nach innen drehen, sondern die schauen nicht zueinander. Zwei Atemzüge. Versucht dies noch so zu halten. Achseln nach innen. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Jetzt tief einatmen. Ausatmen, die Arme senkrecht nach oben strecken. Einatmen, ausatmen, die Arme über den Kopf. Greif jetzt mit deiner rechten Hand den linken Ellenbogen, mit der linken den rechten Ellenbogen. Die Finger halten die Ellenbogen, die Arme selbst sind entspannt. Atme auch hier wieder tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen, Bauch. Sinken müssen, Leiste und das Becken noch mehr entspannen. Also diese Handhaltung, haben wir schon ein paar Mal gemacht, ist für das Gleichgewicht in der Schulter, in den Unterarmen und auch in beiden Armbeuge- und Streckmuskeln, besonders in den Longusmuskeln, also Bizeps Longus und Trizeps Longus, ist es ganz wichtig, einen Ausgleich zu finden. Deswegen ist diese Haltung mit den Händen so wichtig, es zu lernen. Wir haben das neulich einmal gemacht mit dem Block zwischen den Händen. Also das ist auch eine sehr gute Haltung. Das Gesäß nach vorne, erkläre ich immer wieder, ist wichtig, weil hier die Wirbelsäule in die physiologische Schwingung kommt. Das ist deine natürliche Schwingung deiner Wirbelsäule. Atme hier wieder tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Leiste, Becken noch mehr entspannen. Nochmal tief einatmen. Im Ausatmen den linken, den rechten Arm strecken. Die Handflächen schauen zueinander, deine Schulterblätter ziehen nach unten innen, die Arme sind gestreckt. Greif jetzt mit deiner linken Hand den rechten Ellenbogen, mit der rechten Hand den linken, genau andersrum. Immer
versuche auch beide Seiten zu machen. Atme hier wieder tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen die Bauchdecke absinken lassen, Leiste, Becken noch mehr entspannen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Supta Baddha Konasana. Irgendwann sollten eben die Knie am Boden liegen. Diejenigen, die sich irgendwann das leisten möchten, dass so Sandsäcke sich zulegen, dann wirklich in der Haltung die Sandsäcke drauflegen, damit wirklich so die sauber am Boden liegen. Es ist wichtig, um das Becken halt komplett zu öffnen. Die Zahnreihen berühren sich nicht zwischendrin. Wieder tiefer, ruhig. In den Brustkorb einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Leiste und das Becken noch mehr entspannen. Schau, dass du hier auch sehr entspannt nach einer gewissen Zeit liegen kannst. Hast du irgendwo Probleme im Rücken zum Beispiel, dann bring die Knie etwas höher und leg die Blöcke unter, damit du hier, das ist der eine Weg, Spannung abzubauen. Letztes Mal habe ich es gezeigt, das Polster etwas schräger legen, wo wir die Blöcke einen liegend, einen stehend untergelegt haben. Das ist eine zweite Möglichkeit. Es gibt Im Yoga gibt es nur Lösungen, es gibt keine Probleme im Yoga. Man muss versuchen, was ist momentan meine Grenze und dann sich das eben zeigen lassen, wo meine Grenze ist und in dieser Haltung dann verweilen, also nicht mit Gewalt irgendwo hineingehen. Tief einatmen, beim Ausatmen den rechten und linken Arm strecken. Die Handflächen schauen wieder zueinander, die Arme gestreckt. Atme jetzt tief ein, im Ausatmen die Arme nach vorne ziehen und seitlich ablegen. Schiebe dabei die Schulterblätter wieder nach unten nehmen, dann die Arme ganz locker lassen, Gesicht entspannen, tiefer, ruhig in den Brustkorb einatmen, über die Bauchdecke ausatmen. Tief einatmen. Ausatmen, hochkommen, aufsetzen. Den Gurt lösen. Die Beine nach vorne strecken. Den Gurt herunternehmen. Die Beine gestreckt, die Großziehballen berühren sich. Die Oberschenkel leicht nach innen gedreht. Atme jetzt tiefer ein, heb den Brustbein noch etwas an. Im Ausatmen, Schulterblätter nach unten innen ziehen. Die Spannung lösen. Wir gehen jetzt gleich, beginnen mit den Rückbeugen etwas. Also versuch hier, so gut es geht, mitzumachen. Wir werden das Ganze dann ein bisschen steigern. Dazu braucht ihr einen Stuhl. Das Polster jetzt momentan auf die Seite bringen, nicht zu weit. Dann nimm den Stuhl und stell den Stuhl auf deine Matte mit vier Stuhlbeinen. Dann bring hier dein Polster erst auflockern auf den Stuhl, so dass es auf der Lehne anliegt. Wer Knieprobleme hat, bringt hier die Decke so zwischen die Stuhlbeine, mittig auf die Matte. Dann komm nach unten und knie dich vor den Stuhl. Eine Handbreite mit dem Gesäß vom Stuhl weg, so dass dein Oberschenkel senkrecht ist. Dann bring deine Hände links, rechts auf die Sitzfläche. Die Sitzfläche greifen. Atme jetzt tief ein. Also ich zeige das jetzt mal kurz. Einatmen, Brustbein anheben. Mit dem Ausatmen wölben und etwas tiefer greifen. Brustbein bleibt angehoben. Nochmal dann einatmen. Mit dem Ausatmen tiefer gehen. Becken bleibt vorne, also das Becken lieber weiter nach vorne schieben, dann den Kopf ablegen. Wenn ich das nicht schaffe, den Kopf ablegen, weil ich mir schwindelig werde, dann schaue ich nach vorne. Schulterblätter nach unten innen.
Dann tief einatmen, ausatmen, hochkommen, wieder nach oben, Stuhl wieder oben greifen, durchatmen. Das ist keine gute Haltung, wenn man so nach hinten sich lehnt und dann den Kopf ablegt. Also das ist ganz schlecht. Das hat mit Rückbeugen nichts zu tun. Schieb immer dein Becken so gut es geht nach vorne. So, atme ein, heb das Brustbein an. Nimm ausatmen. Etwas tiefer greifen, Brustbein bleibt oben. Wieder einatmen, Brustbein anheben. Nimm ausatmen, komm mit den Händen tiefer. Wer den Kopf nach hinten nehmen kann, der macht es. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Versuche hier immer, Becken nach vorne zu schieben, Brustbein noch mehr Richtung Kinn ziehen, eventuell noch tiefer kommen mit den Händen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Bleib hier noch einige Atemzüge in der Haltung. Becken nach vorne. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Einatmen, Kopf anheben. Ausatmen, links, rechts den Stuhl greifen, hochkommen. Schließ kurz die Augen. Atme dann tief, ruhig in den Brustkorb ein und aus. Also versuch hier immer, dass du das Becken maximal nach vorne nimmst. Also Becken nach hinten ist ganz schlecht für diese Haltung. Du baust nur Druck auf im unteren Rücken. Du musst Raum schaffen. Es geht nur über das Becken nach vorne, Gesäß nach unten. Machen wir nochmal. Hände an der Seite. Einatmen, Brustbein anheben. Ausatmen, greif etwas tiefer, lass das Brustbein angehoben. Einatmen, Brustbein noch mehr. Ausatmen, tiefer kommen. Becken nach vorne schieben. Maximal erreichen, was ich schaffe, und dann den Kopf nach hinten nehmen. Oder nach vorne schauen. Also, wenn es im Nacken Probleme bereitet, dann schau nach vorne. Dann atme tief ein. Ausatmen, Brustbein noch mehr Richtung Kinn und tiefer kommen. Soweit es geht. Es baut auch Spannung ab in den Oberschenkel Vorderseite. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Noch bleiben. Einatmen, Kopf anheben. Ausatmen, links, rechts den Stuhl greifen, hochkommen. Augen schließen. Atme hier noch einmal tief, ruhig in den Brustkorb ein und ausatmen. Es kann passieren, dass dir da wirklich übel wird in dieser Haltung. Das macht aber nichts. Es ist nur, weil die Leber so gequetscht wird und die reinigt sich selbst. Also versuch das durchzuhalten. Das ist ein ganz gutes Gefühl im Nachhinein, wenn man nach der Stunde rauskommt. Und dann merkt man das, dass das wirklich die Organe wieder anders arbeiten. Einmal machen wir das noch. Hände an der Seite. Dann atme ein, heb dein Brustbein an. Mit dem Ausatmen greif die Stuhlbeine an der Seite. Brustbein bleibt oben. Nochmal einatmen, Brustbein noch mehr anheben. Mit dem Ausatmen komm tiefer. Schieb dein Becken nach vorne. Gesäß nach unten und dann eben den Kopf wieder nach hinten bringen. Oder schau nach vorne. Wenn das Stress im Nacken bedeutet, schau nach vorne. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Noch bleiben in der Haltung. Tiefer kommen. Brustbein bleibt Richtung Kinn gezogen. Becken nach vorne schieben. Einatmen, Kopf anheben. Ausatmen, links, rechts den Stuhl greifen, hochkommen. Hier nochmal tief ein und ausatmen. So, jetzt den Polster herunternehmen, dann kommen wir erst nach oben, ein Bein nach vorne, abstützen, einatmen, ausatmen, hochdrücken. So, dann den Stuhl auf die Seite bringen. Nimm jetzt deine Decke. Leg die Decke hier ungefähr eine Ellenbogenlänge auf deine Matte, so längsseits. Dann komm nach unten und leg dich hier auf die Decke.
Die Hände nach vorne bringen, die Zehen momentan aufgestellt, die Füße hüftbreit, die Stirn ablegen. Atme hier noch einmal, tiefer, ruhig, in den Brustkorb ein und aus über die Bauchdecke. So, einatmen, hebt den Kopf. Im Ausatmen die Arme nach hinten bringen. Nochmal einatmen. Mit dem Ausatmen hebt den Brustbein etwas an. Die Zehe in den Boden drücken. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Schau hier nach vorne. Schulterblätter ziehen nach unten hin. Die Zehen im Boden. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Die Beine gestreckt. Tief einatmen. Ausatmen, nach unten kommen, die Hände wieder nach vorne, die Stirn ablegen, die Beine locker lassen. Hier nochmal tief ein, ausatmen. Ihr habt gesehen, das Brustbein anzuheben ist ganz wichtig und dabei die Beine zu strecken. Versuch hier den Hintern locker zu lassen. Also probieren wir, noch einmal probieren wir es. Hände nach vorne, Stirn abgelegt. Atme hier noch einmal tief ein, über die Bauchdecke aus. Einatmen, Kopf anheben. Mit dem Ausatmen, Zehen aufstellen, Beine strecken, rechten Arm nach hinten, linken Arm nach hinten. Ja, ganz normal nach vorne schauen. Dann tief einatmen, mit dem Ausatmen das Brustbein anheben. Schau nach vorne. Brustbein angehoben. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Die Arme noch ein bisschen höher. Zehen im Boden. Zwei Atemzüge noch halten. Tief ein. Ausatmen, nach unten kommen. Die Hände nach vorne. Die Stirn ablegen. Hier nochmal tief ein. Ausatmen. Für diejenigen, die hier das Brustbein nicht anheben können, dann unten bleiben und nur die Beine anheben, wenn das geht. Aber man muss immer beides eben auch probieren. Jetzt komm auf deine rechte Seite. Kurz liegen bleiben. Tief einatmen. Ausatmen, hochdrücken, aufsetzen. Die Decke darfst du ja auf die Seite nehmen. Nimm jetzt deine Blöcke links, rechts, griffbereit und leg dich hier zurück auf den Rücken. Also Blöcke brauchen wir nicht gleich. Wir machen Setupanda, Shavasana. Füße breiter, Knie zusammen. Atme jetzt tiefer, ruhig, in den Brustkorb ein. Über die Bauchdecke aus. Greif mit deinen Händen deine Matte. Stell die Füße etwas heran. Tief einatmen. Ausatmen. Heb dein Becken an. Und jetzt versuche hier, mal spüren, ob deine Fersen genau hier, also ob die Knie genau über den Fersen sind. Das ist ganz wichtig. Dann greift die Matte. Dreh jetzt die Schulterblätter nach unten innen, Arme rechts, Arme links und dreh die Hände nach oben. Atme ein, mit dem Ausatmen hebt den Becken noch mehr. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Setupanda, Shavasana. Maximal. Becken anheben, Knie nicht nach außen fallen lassen. Tief einatmen, ausatmen, nach unten kommen, die Füße etwas nach vorne stellen, die Knie zusammenfallen lassen, die Füße etwas breiter aufgestellt. Atme hier noch einmal tiefer, ruhig, in den Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus. Wir versuchen jetzt, diejenigen, die es nicht schaffen, in dieser Haltung ein Bein nach oben zu bringen, den brauchen das nicht machen. Also lass dann lieber den Fuß im Boden.
Greif wieder deine Matte, stell die Füße heran, atme tief ein. Mit dem Ausatmen heb dein Becken an. Jetzt bring die Schultern zusammen, einmal links, einmal rechts. Dreh die Handflächen nach oben. Und jetzt versuchen, tief ein, mit dem Ausatmen, Becken höher heben. Und jetzt zieh das rechte Bein nach oben und streck das rechte Bein senkrecht nach oben, wenn das geht. Die Zahnreihen berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Tief ein, ausatmen, rechtes Bein nach unten bringen. Wieder durchatmen, tief einatmen, ausatmen, Becken höher und jetzt das linke Bein nach oben strecken. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Tief ein, ausatmen, linkes Bein nach unten. Einatmen, ausatmen, Becken absinken lassen. Füße etwas nach vorne stellen, Knie zusammen, die Füße breiter, Arme locker lassen. Nochmal hier tief ein, ausatmen. Jetzt nimm die Blöcke links und rechts und es gibt hier verschiedene Höhen. Also Minimum die Höhe, was ich die Blöcke hier unter das Kreuzbein lege, ist diese Höhe. Das muss ich schaffen. Nächste Höhe wäre, einen Block liegend, einen so aufgestellt. Und wenn ich das schaffe, die Blöcke so unten reinstellen, quer. Es gibt natürlich die Möglichkeit noch, einen Block so oder auch so zu stellen. Also das muss man selbst mal auch probieren, wie hoch da man kommt. Diese Variante ist halt für diejenigen, die wirklich hochkommen, dass die oben noch flach liegen. Wenn ich nur mit dem Eck da aufliege, ist wiederum schlecht. Aber wir versuchen hier diese Variation zu machen. Also Blöcke links, rechts, griffbereit, mittig auf die Matte legen, dann nochmal tief ein, ausatmen, Füße heran, einatmen, ausatmen, Becken anheben. Blöcke unter das Kreuzbein legen, absinken lassen. Die Finger jetzt vor den Blöcken kreuzen, die Arme strecken, die Arme im Boden. Brustbein Richtung hingezogen. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weit. Setu Bandha Shavasana. Auch die Knie nicht nach außen fallen lassen. Deine Knie, also deine Fersen sind genau unter den Knien. Spür das auch, ob das passt. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. Noch bleiben. Brustbein Richtung Kinn gezogen. Die Zähne berühren sich nicht. Also in dieser Haltung, wenn jemand Osteoporose gefährdet ist, sollte er diese Haltung regelmäßig machen. Durch diesen Druck wird dein Knochen mehr durchblutet. Nur durch diese höhere Durchblutung und mit normaler, vitaminreicher Ernährung baue ich hier Knochensubstanz auf. Also versucht es wirklich auch so umzusetzen. Und zwischendrin immer wieder tiefer, ruhig einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen etwas. Und dann den Rest ausatmen. Schultern im Boden. Wir werden jetzt heute nicht die Beine strecken. Wenn das jemand gern macht, darf er das natürlich. Aber dann die Beine ganz gestreckt und die Beine, Oberschenkel nach innen gerollt. Ist auch ganz, ganz wichtig. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. 30 Sekunden bleiben wir noch in dieser Haltung. Entspann dein Gesicht, Hals, Kehle und Bauch. Brustbein Richtung Kinn gezogen, die Schultern im Boden. 10 Sekunden noch, 2 Atemzüge. Die Finger lösen, die Hände an die Blöcke, die Füße etwas heranstellen. Atme jetzt ein, heb dein
heb dein Becken an, ausatmen, Blöcke raus und das Becken absinken lassen. Hier noch einmal tief, ruhig in den Brustkorb ein, über die Bauchdecke ausatmen. Wir machen jetzt nicht die Neutralisierung heranziehen, wir werden eine Drehhaltung machen. Marichyasana 3. Komm auf die rechte Seite herüber, zieh die Beine einmal an, der Kopf liegt auf deinen rechten Oberarm. Atme hier noch einmal tief, ruhig ein, über die Bauchdecke aus. Jetzt drück dich nach oben, komm nach oben. Dann nimm die Blöcke so aneinanderlegen, mittig auf die Matte. Nimm einen Block, ihr braucht wahrscheinlich den einen Block querlegen, den anderen dahinter, weil sonst kommt man mit den Armen nicht zum Boden, weil jeder hat nicht so lange Arme. Setz dich auf einen Block, streck die Beine nach vorne, heb das Brustbein an, die Hände an der Seite. Atme hier noch einmal ein, heb das Brustbein an, ausatmen, Schulterblätter nach unten innen, Beine anspannen. Das rechte Bein heranstellen. Nicht nach innen bringen zum Oberschenkel. Also versuch hier so zu sitzen, nicht den Fuß nach innen zu bringen, sondern der Fuß ist auf Höhe des Sitzbeinhöckers. Ganz wichtig. Ich muss das leider heute so zeigen, weil die andere Kamera ausgefallen ist. Also Fuß heran. Rechte Hand zum rechten Schienbein, linken Arm nach vorne strecken. Beim Einatmen schau der linken Hand zur Decke nach. Ausatmen, bring den Ellenbogen nach außen. Diejenigen, die es nicht schaffen, greifen außen das Knie. Ellenbogen nach außen und jetzt komm mit der rechten Hand nach hinten. Dein linkes Bein ist nach vorne gestreckt, die linken Zehen fallen nicht nach außen, sondern die schauen Richtung Decke. Jetzt atme ein, heb den Brustbein an. Mit dem Ausatmen dreh den Bauchnabel vorbei am Oberschenkel und schau über die rechte Schulter. Dreh den Kopf nach vorne zur linken Hand. Atme hier nochmal ein, heb das Brustbein etwas an. Mit dem Ausatmen dreh dich noch mehr. Schau, dass du hier in den Flanken Länge schaffst. Ganz wichtig. Wenn wir rauskommen, die linke Hand, die du jetzt anschaust, schau dieser mit der Einatmung zur Decke nach. Ganz wichtig, Länge bekommen. Einatmen. Ausatmen, nach vorne drehen, Bein strecken, aufrecht sitzen, hier nochmal tief ein. Ausatmen. Linkes Bein heran. Linke Ferse zeigt zum linken Sitzbein. Ganz wichtig. Linke Hand am linken Schienbein, rechten Arm nach vorne strecken. Handfläche nach innen drin, Achsel nach innen. Einatmen, schau der Hand nach. Ausatmen, bring den Ellenbogen nach außen. Linke Hand nach hinten auf den Block. Jetzt heb dein Brustbein an. Mit dem Ausatmen dreh dich nach links, schau über die linke Schulter und dreh den Kopf nach vorne zur rechten Hand. Die rechten Zehen senkrecht nach oben. Atme hier nochmal ein, heb das Brustbein etwas an. Mit dem Ausatmen dreh dich noch mehr. Kopf bleibt vorne an der rechten Hand. Rechtes Bein gestreckt. Beim Rauskommen, der rechten Hand zur Decke nachschauen mit der Einatmung. Einatmen. Ausatmen, nach vorne drehen. Bein strecken. Hände an der Seite. Hier nochmal tief ein. Ausatmen. Spannung lösen. Komm von dem Block herunter, beide Blöcke vorne, links, rechts hinlegen, dann dreh dich um, komm in Adho Mukha Virasana. Die Handflächen hier in den Boden, die Knie etwas breiter, die Großzehen zusammen, setz dich zurück Richtung Ferse. Die Arme nach vorne gestreckt, die Stirn ablegen. Atme jetzt tiefer, ruhig, in deinen Brustkorb ein, beim Ausatmen den unteren Rücken absinken lassen. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen hochkommen. Die Zehen aufstellen, die Knie ein wenig zusammen. Einatmen, das Becken anheben, im Ausatmen Beine strecken. Adho Mukha Shavasana. Die Arme, die Beine gestreckt, der Kopf in die Verlängerung der Wirbelsäule. Atme jetzt tief ein,
Mit dem Ausatmen bring die Sitzbeinhöcker höher Richtung Decke. Achseln nach innen. Wir machen Makarasana. Diejenigen, die das nicht schaffen, die Zehen und die Hände zu berühren, brauchen hier den Gurt. Bleib im Hund noch etwas stehen. Atme hier noch einmal tief ein. Mit dem Ausatmen bring die Sitzbeinhöcker noch höher Richtung Decke. Einatmen, Kopf daneben nach vorne laufen. Die Füße hüftbreit. Ich drehe mich ein bisschen, dass es besser sitzt. Diejenigen, die hier nicht nach unten kommen, die brauchen hier den Gurt und einen Block. Und zwar dann den Gurt so unten hineinlegen und den Block hier zwischen die Füße. Und diejenigen, die noch nicht nach unten kommen, nehmen hier den Gurt so. Wichtig ist, dass die Beine gestreckt sind. Alle anderen brauchen das nicht. Füße hüftbreit. Die Hände erst vorne tassenförmig abschneiden. Diejenigen, die eben den Gurt brauchen, zuerst hergehen, Block unterlegen, jeder seine Höhe. Atme hier tief ein. Mit dem Ausatmen den unteren Rücken absenken lassen. Dann einen Fuß anheben, die Hand komplett unter den Fuß bringen. Und zwar so, dass mein Großzeh hier auf meinen Handgroß, mein Daumenballen drückt und drückt dieses Handgelenk in den Boden. Erst die eine Seite, dann die andere. Und die Außenriste sind parallel. Die Ferschen kommen nicht weiter zusammen. Bitte nicht nach vorne umfallen. Lass mal die Handgelenke locker. Dann atme tief ein. Mit dem Ausatmen die Achseln nach innen. So dass der Bizeps mehr nach vorne kommt. Dann atme nochmal tief ein. Ausatmen, den unteren Rücken absinken lassen. Die Beine noch mehr strecken. Und jetzt mit dem Großzeh auf deinen Daumenballen drücken, sodass das Handgelenk komplett in den Boden kommt. Brustbein nach vorne ziehen, die Kniescheibe nach oben. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Also diejenigen, die den Gurt verwenden, keine Schande ist es. Man muss ja langsam hineinkommen. Es bringt nichts, wenn ich das mache und habe dann die Beine gebeugt, die Knie gehen nach außen. Oder ich tue mir noch an den Händen weh, das bringt gar nichts. Also man muss schon eine bestimmte Öffnung der Oberschenkelrückseite hier haben. Zwei Atemzüge. Gewicht mehr nach vorne bringen, aber nicht nach vorne fallen. So, jetzt tief einatmen, ausatmen. Die rechte Hand raus, die linke Hand raus. Diejenigen, die jetzt den Block gehabt haben, den Gurt, nehmen hier die Blöcke und schauen, dass die Handgelenke in den rechten Winkel kommen. Jeder auch hier seine Höhe. Diejenigen, die eben hier die Hände zum Boden bringen, die machen das natürlich. Handflächen hier in den Boden, Achsel nach innen, die Arme gestreckt, die Beine gestreckt. Dann nochmal hier tief einatmen. Ausatmen, den unteren Rücken absinken lassen. Auch das Gewicht so verteilen, dass deine Hüfte über der Ferse liegt. Die Finger gleichmäßig gespreizt, die Finger vollflächig im Boden, die Hand vollflächig im Boden. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weit. Zwei Atemzüge. Tief einatmen. Ausatmen, Beine beugen, die Hände absetzen, zurücksteigen, komm zurück in Adho Mukha Svanasana. Die Arme, die Beine gestreckt, der Kopf in die Verlängerung, tief einatmen. Ausatmen, Sitzbeinhöcker höher Richtung Decke. Streck hier die Beine noch mehr. Einatmen, Kopf daneben nach vorne laufen, die Füße jetzt hüftbreit. Nimm die rechte Hand ins Becken, die linke Hand ins Becken, zieh dein Brustbein nach vorne, maximal. Und jetzt einatmen, hochkommen. Ausatmen. Block und Gurt auf die Seite bringen.
Wir bauen jetzt auf für den Schulterstand. Diejenigen, die eine Wand oder auch eine Schank haben, die Matte hier an Wand oder Schank bringen. Nimm dein Polster. Polster auflockern. Auf die Matte. Und etwas flach drücken. Und dann komm nach unten. Setz dich neben deine Matte. Die Fußfläche an der Wand. Und bring hier, wenn hier dein Hüftgelenk ist, das Polster mit deinem Abstand zur Wand. Dann komm hoch. Nimm deinen Stuhl. Den Stuhl jetzt mit deinem Abstand vor das Polster bringen. Bei mir sind das, wenn ich das Polster hebe, 4 Finger, ist mein Abstand. Dann nimm deine Decke. Bring die Decke hier auf die Sitzfläche. Und zwar so, dass die Decke an dieser Kante, wo das Polster nicht ist, nicht weit nach unten schaut. Maximal 5 cm. Dann gehen wir miteinander in die Haltung. Setz dich hier auf den Stuhl. Wir machen wieder eine Sequenz für diejenigen, die keine Wand haben. Und die anderen gehen mit mir dann an die Wand. Wenn das jemand zu anstrengend wird, immer dann nach vorne gehen. Mit dem Stuhl ist das alles machbar. Und wenn ich hier nur im Baddha-Konasana, Baddha-Konasana ist Fußflächen zusammen, Knie nach außen, komme. Diese Haltung allein bewirkt schon vieles, weil durch diese bewusste Atmung auch der Dünndarm nach unten Richtung Brustraum fällt. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende, um den gesamten Beckenboden auch dementsprechend zu entlassen. Gehen wir miteinander rein. Erst die Beine oben drauf. Dann komm nach unten Richtung Stuhl und greif die Querstrebe. Bring die Schultern zusammen, die Füße hier auf die Lehne, Fußflächen zusammen. Schultern noch mehr zusammen. Atme jetzt tiefer, ruhig, in den Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus. Bring die Knie zusammen. Lass dein Brustbein Richtung Kinn gezogen. Also man sieht ja das auch, dass wenn die Wirbelsäule hier zu gerade wird, dann ist das nicht richtig. Dann das rechte, linke Bein nach oben strecken. Oberschenkel nach hinten. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen rechtes Bein ablegen. Strecken, anspannen. Einatmen. Ausatmen, linkes Bein zieht hier über den Kopf Richtung oben. Beide Beine bleiben hier gestreckt. Dein Brustbein bleibt Richtung Kinn gezogen, das Becken ausgerichtet. Versuche auch in so einer Haltung deine Atmung zu beruhigen. Die Zahnreihen benennen sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. Noch 2 Atemzüge. Tief einatmen, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Oberschenkel nach innen, Brustbein noch mehr Richtung Kinn, schauen, ob die Schultern auseinander gerutscht sind. Linkes Bein ablegen, linkes Bein strecken, anspannen. Tief einatmen, ausatmen, die rechten Zehen ziehen über den Kopf Richtung Boden. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch und so. Zahnreihen berühren sich nicht. Versuch deine Atmung zu beruhigen. Und du atmest tiefer in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen. Und dann erst den Rest ausatmen. Tief einatmen, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Diejenigen, die eine Wand oder Schrank haben, gehen jetzt mit mir an die Wand und den Schrank. Schultern bleiben zusammen, Füße ganz zusammen. Einatmen,
Ausatmen, rechtes Bein nach oben. Eine Linie mit dem Rumpf. Die anderen legen das rechte Bein wieder ab und ziehen die linken Zehen über den Kopf Richtung oben. Schau hier, dass die unteren Rippen Richtung Wand gezogen sind, die an der Wand sind. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Beine gestreckt, Atmung beruhigen. Tief einatmen, ausatmen, rechtes Bein nach unten. Stell den rechten Fuß neben den linken ab. Nicht hinschauen. Einatmen, ausatmen, linkes Bein nach oben. In einer Linie mit dem Rumpf. Die unteren Rippen wieder Richtung Wand ziehen. Die Beine gestreckt, die Oberschenkel leicht nach innen. Dein Becken bleibt zur Wand ausgerichtet. Auch hier wieder tiefer, ruhig. In deinen Brustkorb ein, über die Bauchdecke ausatmen. Stabilität nicht im Rumpf verlieren. Ganz, ganz wichtig. Körperliche Stabilität gibt emotionale Stabilität. Tief einatmen, ausatmen, linkes Bein nach unten. Stell den linken Fuß neben den rechten ab. Spüren. Einatmen, ausatmen, rechtes Bein nach oben. Langsam immer machen, ist ganz wichtig. Becken ausrichten, rechtes Bein, eine Linie mit dem Rumpf. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Die Atmung beruhigen. Tief einatmen, ausatmen, rechtes Bein runter. Stell den rechten Fuß neben den linken ab. Einatmen, ausatmen, linkes Bein oben. Wieder in einer Linie mit dem Rumpf. Mach dein Gesicht ganz weich. Lass dein Becken ausgerichtet. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Schultern zusammenlassen, ganz wichtig. Beine angespannt. Die Atmung beruhigen lassen. Durchhalten. Wenn es nicht mehr geht, dann eben nach vorne in Baddha-Konasana durchatmen, aber nicht gleich rausgehen, sondern versuchen hier noch zu bleiben. Tief einatmen, ausatmen, linkes Bein nach unten. Stell den linken Fuß neben den rechten ab. Spüren, einatmen, ausatmen, rechtes Bein nach oben. Das letzte Mal jetzt jede Seite noch einmal. Wieder schauen, ist dein rechtes Bein in einer Linie mit dem Rumpf? Und die Beine gestreckt, die unteren Rippen Richtung Wand gezogen, die Atmung beruhigen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Becken maximal ausrichten. Tief einatmen, ausatmen, rechtes Bein nach unten. Stell den rechten Fuß neben den linken ab. Beine gestreckt. Einatmen, ausatmen, linkes Bein nach oben. Das letzte Mal jetzt, das schaffen wir noch. Beide Beine gestreckt, Becken ausgerichtet. Also die 7 Minuten, was wir jetzt da immer Schulterstand machen, die sind zu schaffen für jeden. 5 Minuten sind ja absolut
Pflicht eigentlich, da man da drin bleibt. Ob im Stuhl oder auch frei. Beine gestreckt lassen. Becken ausgerichtet. Gesicht ganz weich. Zwei Atemzüge noch. Tief ein, ausatmen, linkes Bein nach unten. Stell den linken Fuß neben den rechten ab. Einatmen, ausatmen, mit beiden Beinen nach vorne kommen, Beine beugen, Füße auf die Lehne. Die rechte Hand raus, greift das Stuhlbein, was näher bei dir ist, die linke raus. Stuhlbein greifen. Fersen jetzt auf die Sitzfläche bringen. Lass dich jetzt langsam Richtung Polster zurückgleiten, bis dein Becken hier aufliegt. Dann die Füße nach außen zu den Stuhlbeinen, die was weiter von dir wegstehen, und schieb den Stuhl ein kleines Stück weg von dir. Dann bring deine Unterschenkel auf die Sitzfläche, sodass die parallel aufliegen. Nimm die Hände zum Polster, heb dein Becken etwas an und schiebe das Polster noch ein klein wenig zu den Schulterblättern, sodass dein Becken aufliegt und die unteren, hinteren Rippen aufliegen. Schiebe die Schulterblätter einmal links und rechts nach unten innen, die Arme ausrollen, die Handflächen nach oben öffnen. Atme jetzt tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen und der Bauch absinken lassen. Und dann den Rest ausatmen. Noch einmal. Tiefer, ruhig in deinen Brustkorb einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen und der Bauch absinken lassen. Und dann den Rest ausatmen. Wir mobilisieren unsere Halswirbelsäule. Einatmen, Brustkorb langsam ausdehnen, Lunge füllen. Beim Ausatmen langsam deinen Kopf 50% zur rechten Seite rollen. Mit deiner Ausatmung. Das Rollen dauert genauso lang wie der Ausatmen. Einatmen. Beim Ausatmen den Kopf langsam zurück. In die Mitte mit deiner Ausatmung. Einatmen. Beim Ausatmen auf die linke Seite 50% den Kopf zur linken Seite rollen. Ganz langsam. Einatmen. Beim Ausatmen langsam zurück in die Mitte. Einatmen. Beim Ausatmen 60% auf die rechte Seite, den Kopf zur Seite rollen. Einatmen. Beim Ausatmen langsam zurück in die Mitte. Einatmen. Beim Ausatmen langsam zur linken Seite. 60% den Kopf zur linken Seite rollen. Einatmen. Beim Ausatmen langsam zurück in die Mitte. Einatmen. Beim Ausatmen auf die rechte Seite 70% den Kopf zur rechten Seite. Nicht 100. 70. Einatmen. Beim Ausatmen langsam zurück in die Mitte. Einatmen. Beim Ausatmen auf die linke Seite 70% den Kopf zur linken Seite rollen. Einatmen. Beim Ausatmen langsam zurück in die Mitte. Lass deinen Kopf jetzt in der Mitte liegen. Atme hier noch einmal tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus, unter Bauch absinken lassen. Und dann den Rest ausatmen. Nimm beide Hände zum Polster. Atme ein, heb dein Becken an.
Mit dem Ausatmen bring das Polster nach vorne zum Stuhl, lass dein Becken absinken, dein Becken erden lassen, auf dem Boden liegen. Atme hier noch einmal tiefer, ruhig in den Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus. Das Absinken der Bauchdecke wie eine Welle durch den Körper durchgehen lassen und auch deinen unteren Rücken ganz entspannen. Nimm beide Füße jetzt zu deiner Decke. Nimm die Decke mit den Füßen und bring diese näher zu den Händen. Nimm die Decke mit den Händen und leg diese auf Bauch und Brustraum. So können deine Organe sich schneller absinken und mehr entspannen. Nimm die Füße nach außen zu den Stuhlbeinen, die was weiter von dir weg sind. Schieb den Stuhl ins Freie. Dann mit den anderen Stuhlbeinen den Stuhl etwas noch wegschieben von dir. Das Polster unter die Kniekehlen bringen, die Beine strecken, die Fersen nach außen ablegen. Die Schulterblätter nach unten innen, die Schultern ausrollen, die Handflächen nach oben öffnen. Die Augen schließen. Versuch dich hier jetzt maximal zu entspannen. Geh mit deiner Art, mit deinen Gedanken zu deiner Atmung. Und beobachte deine Atmung. Atme ruhig, gleichmäßig und tief. Versuch dich hier einige Minuten zu entspannen. Lass deine Augen geschlossen, beug die Arme, leg deine Hände auf deinen Bauch, stell deine linke und rechte Ferse heran, roll mit deinen Fersen das Polster ein kleines Stück weg von dir, stell die Füße etwas breiter auf, lass die Knie zusammenfallen, atme hier noch einmal tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein, über deine Bauchdecke aus. Nimm den rechten Arm nach oben, komm auf deine rechte Seite. Bleib hier in so einer Embryo-Stellung liegen, die Beine hier einmal weit angezogen. Dein Kopf liegt auf deinen rechten Oberarm. Den Rücken rund gemacht, die linke Hand vor dir aufgestellt. Atme jetzt tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen mach dein Gesicht, deine Stirn noch weicher. Wenn ich euch jetzt über die Seite hochbringe, den Kopf hängen lassen, erst seitlich hochkommen, dann Wirbel für Wirbel aufrollen, als letztes den Kopf anheben. Dann bleibt euer Nacken entspannt. Stell die linke Hand vor dir auf, atme ein
mit dem Ausatmen langsam seitlich hochkommen. Zuerst aufsetzen, dann Wirbel für Wirbel aufrollen, also lässt es den Kopf anheben. Nimm die Hände in Gebetshaltung. Namaste. Namaste ist der Dank vom Lehrer zum Schüler und vom Schüler zum Lehrer und heißt das Göttliche in mir, sieht das Göttliche in dir. Ich hoffe, dass wir da einige mitgemacht haben. Das war mit den Rückbeugen halt schon ein bisschen anstrengend, waren aber leichte Rückbeugen. Kann man noch viel, viel mehr machen und es war natürlich dementsprechend auch anstrengender. Bitte gebt den Link auch immer wieder an Bekannte, Freunde weiter, dass die vielleicht das einmal mitmachen, das was mitmachen können und dazu animiert werden, dass eben auch was deren für sich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.